Vegan essen, Veganismus. Machen Sie das auch? Leben Sie vegan? Immer mehr Menschen kommen zu mir und kreuzen an, dass sie vegan sich ernähren. Es ist nur ganz wichtig, dass Sie Folgendes mitverfolgen, weil vegan essen, Veganismus hat einen Zusammenhang mit unseren körpereigenen Hormonen und da sollte man auf einige Sachen einfach aufpassen und die vorab wissen. Zunächst mal ist es wichtig zu wissen, dass unsere körpereigenen Hormone alles steuern. Jede Zelle, jedes Organ, Körperfunktionen, Gehirnfunktionen und psychische Funktionen. Und unsere körpereigenen Hormone bestehen aus Eiweiß hauptsächlich. Deswegen ist es wichtig, dass man auch das Basisfutter unseren Hormonen gibt. Also erstens mal ist es wichtig, dass Sie schauen, wie viel Eiweiße nehmen Sie zu sich als Veganer. Es ist wichtig, dass man 8 verschiedene Aminosäuren pro Tag von außen zuführt. Und das ist wichtig, damit auch Ihre Hormone genährt werden. Viele Veganer sagen dann bei mir, ja, ich nehme Eiweiß hauptsächlich aus Soja. Hier ist es ganz wichtig zu wissen, dass Soja bei der Schilddrüse verursacht, dass diese kein oder viel zu wenig Jod aufnehmen kann. Das heißt, es gibt oft eine Schilddrüsenstörung. Deswegen würde ich zum Beispiel keine Sojaprodukte in meinen Speiseplan aufnehmen. Dann ist es auch so, dass wenn Sie Soja nehmen, der zweite Nachteil, dass es eines der Östrogene ankurbeln kann nach oben. Das ist das sogenannte Estradiol. Und es ist eines der 30 Östrogene. Und ein Nachteil, wenn der Wert zu hoch ist, es ist auch das Östrogen, das im Krebszellen zum Wachstum animieren kann. Das sind so Zusammenhänge, die wichtig sind, dass Sie das wissen. Wenn Sie vegan sich ernähren wollen, dann ist es einfach ganz wichtig, dass Sie schauen, habe ich schon Symptome, weil jedes Symptom deutet auf Hormondisbalancen hin und vielleicht auch Ihren Hormonwert allgemein checken lassen, sodass Sie immer auf der sicheren Seite sind, dass Ihre Hormone noch optimal für Sie funktionieren. Schreiben Sie mir dann E-Mail, falls Sie Fragen haben oder Ihre Symptome. Sie können auch hier Tipps eingeben, welche Themen ich weiter als YouTube-Video besprechen sollte. Und hier ist oben mein YouTube-Kanal zum Abonnieren. Ich freue mich auf Sie. Mein Name ist Christine Rosatana. Ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Bis bald.